Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute, am letzten Donnerstag im Mai, gibt es wieder einen Hörgenuss des Monats. Ja, ihr kennt es bereits, einige liebe BookTube-Kollegen und Kolleginnen laden heute ihre Hörgenüsse hoch. Dabei handelt es sich um Hörbücher, um Hörspiele, aber eben durchaus auch mal um Podcast oder alles andere, was man irgendwie auf die Ohren bekommen kann. Ich verlinke euch die Playlist und auch die Kanäle unten in der Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei und ich bin auch schon sehr, sehr gespannt, was ich jetzt heute dann sozusagen in der Abo-Liste so ein bisschen finde. Bei meinem Hörgenuss heute handelt es sich um eine Dilogie, die ich jetzt im Mai gehört habe oder besonders den zweiten Band wirklich weggesuchtet habe. Ihr könnt diese Reihe aber durchaus auch lesen. Es geht um die Krähenreihe von Leigh Bardugo. Ja, ich habe im April ja die Krischer-Reihe gelesen, sehr, sehr genossen, die Serie richtig toll gefunden und habe dann eben nochmal angefangen, den ersten Band zu hören. Ich habe den bereits beim Erscheinen damals gelesen. Habe ich irgendwie sehr gut in Erinnerung, bis auf den holprigen Start, und dachte, ja, keine Ahnung, warum ich irgendwie nicht weiter gehört oder gelesen habe damals, und wollte jetzt der Reihe einfach nochmal eine Chance geben. Wir sind hier im Bereich Fantasy mit historischem Setting und gesprochen werden beide Teile von Frank Stieren. Und ich muss wirklich sagen, und das finde ich tatsächlich auch bei einem Hörgenuss dann eben besonders erwähnenswert, dass mir seine Stimme sehr gut gefallen hat, dass mir seine Interpretation sehr gefallen hat und dass ich auch toll fand, wie er den einzelnen Charakteren, denn wir haben hier auch Perspektivwechsel, eben auch eine eigene Stimme gegeben hat. Und das, finde ich, hat diese ganze Erzählweise einfach sehr besonders gemacht, sehr schön gemacht, und ich habe mich da wirklich sehr gefreut, dass ich ja auch mit dem Sprecher gut zurechtgekommen bin. Ich habe in irgendeiner Rezension gelesen, dass sich jemand gewünscht hätte, pro Charakter eine andere Stimme. Ich glaube aber, bei 6 Krähen sozusagen, also dieser 6er-Gruppe, wären vielleicht 6 Stimmen auch ein bisschen verwirrend gewesen. Weiß man dann immer, welche Stimme wer ist. Fände ich eher schwierig, aber das hat für mich Frank Stieren einfach toll gemacht und jeder hat so ja einfach seine Stimme innerhalb von seinem Repertoire sozusagen erhalten. Beide Hörbücher gehen knapp um die 17 Stunden. Wir haben pro Buch auch knapp 600 Seiten, also es ist durchaus, hätte man da auch eine Trilogie am Ende irgendwie draus machen können, und beide Bücher sind im Knauer Verlag erschienen. Der erste Band ist das Lied der Krähen und ist 2017 erschienen, und ich weiß noch, damals gab es auch so einen Blogger, Zusendung, da war auch eine schwarze Feder irgendwie mit drin. Und das Buch ist aber bei mir damals weitergewandert, weil ich fand es zwar gut und ich glaube, ich habe ihm sogar auf Lovely Books auch 4 Sterne gegeben, aber ich kriege es einfach nicht mehr zusammen. Ich habe auch meine eigene Bücherwoche dazu angeschaut und dachte, ja, ich weiß aber, wer das Buch hat, und es ist dort in guten Händen, und ich weiß auch, dass da alle anderen Bücher aus dem Krischerverse stehen. Von daher war das eine gute Entscheidung, das Buch weiterzugeben. Und dann gibt es auch den zweiten Teil, das Gold der Krähen, und das ist auch der Abschluss der Dilogie und ist dann 2018 erschienen. Und beide Teile, also beziehungsweise die Vorgeschichte der Krähen, wird eben auch in der Serie so ein bisschen mit hineingebracht, einfach, dass man einen Teil der Crew sozusagen schon kennenlernt. Aber man spoilert sich jetzt nicht für die Geschichte, zumindest ja, hätte ich das nicht so empfunden, sondern man hat eher so ein bisschen eine Vorgeschichte. Ja, dass die ein bisschen den Bezug zur Krischerei kriegen, so könnte man es vielleicht sagen. Aber gut, ja, schon viel über Krischer gesprochen, denn auch die Krähen-Dilogie spielt im Krischer-Universum. Man braucht aber, finde ich, nicht unbedingt die Reihe zu kennen. Die Geschichte ist schon sehr losgelöst von der eigentlichen Handlung von Krischer. Aber ich fand es tatsächlich jetzt beim Reread definitiv leichter, dass ich Krischer gekannt habe, dass ich die Magiewelt verstanden habe, dass ich wusste so ein bisschen, was ist schon passiert. Das fand ich tatsächlich diesmal beim Reread einfacher als damals, als ich das Lied der Krähen eben ganz ohne Vorkenntnisse gelesen habe. Ist aber ein ganz persönliches Gefühl. Wo ich gerne eine Warnung aussprechen möchte, ist, dass man sich definitiv auf das Ende von Grischer spoilert. Das heißt, wenn ihr Grischer lesen wollt, gibt es in dieser Dilogie den ein oder anderen Spoiler, was die Krischer-Reihe angeht. Und das sollte man einfach wissen, sonst ist man vielleicht bestürzt, weil man dann erfährt, wie die Krischer-Reihe irgendwie endet. Und das wäre natürlich auch schade. Ja, wir sind in dieser Krischer-Welt und wir sind auf der Insel Kerch, besser gesagt in der Hafenstadt Ketterdam, und treffen dort auf Cass Brecker. Was für ein gerissener, intelligenter
und toller Charakter, das muss ich wirklich sagen. Er ist die rechte Hand von dem Bandenchef und eines Tages bekommt er einen Job angeboten, der ihm so ein bisschen Reichtum verspricht, den er deswegen auch nicht abschlagen kann. Denn er möchte so ein bisschen alte Rechnungen begleichen, ist auch so ein bisschen auf Rache aus und hat da auch jedes Recht zu, wie ich persönlich finde. Doch Cass merkt recht schnell, ja, das kann er alleine nicht lösen. Er braucht hier weitere Unterstützer und so holt er sich 5 Gefährten mit ganz unterschiedlichen Motivationen mit in diese Aufgabe. Und so treffen wir neben Cass eben auch auf Inay. Sie ist, ich würde salopp sagen, eine Spionin. Wir treffen auf Jasper und den habe ich auch direkt ins Herz geschlossen. Das ist ein Scharfschütze und der ist auch dem Wetten nicht ganz so abgeneigt. Dann treffen wir auf Matthias, tatsächlich gefühlt so ein ganz normaler Name, was ich auch ganz irritierend fand. Der ist ein im Grunde Verurteilter mit auch einer sehr großen Lust und einem großen Verlangen nach Rache. Wir haben Wylan, der ist so ein bisschen Ausreise und hat so sein Spezialgebiet im Thema Sprengstoff. Also man merkt, das ist schon eine ganz interessante Truppe. Und wir treffen noch auf Nina. Sie ist eine Magierin, die eigentlich immer nur ums Überleben kämpft und besonders auch so ein bisschen aus den Slums, aus den schlechten Gegenden kommt. Und zusammen mit Cass sind sie jetzt im Grunde die Krähen und haben jetzt eben die große Aufgabe, in den Norden zu gehen. Dahin begleiten wir unsere Truppe, um einen gefährlichen Magier aus dem bestgesichersten Gefängnis zu befreien. Und das ist so ein bisschen unser Weg, zumindest zu Beginn auch der Geschichte. Ich möchte gar nicht zu viel verraten. Was ich sehr besonders fand, ist, dass wir wirklich 6 Perspektiven haben. Alle kommen zu Wort, in allen Gedanken sind wir dabei. Wir verstehen, warum sie dabei sind, was sie antreibt, was ihre Motivation ist, wie sie auch zusammen funktionieren. Wir haben hier auch den großen Vorteil, dadurch, dass die Gruppe nicht immer zusammen ist, sondern an unterschiedlichen Orten, dass wir eben auch immer den Blick darauf haben, was bei den Einzelnen jetzt passiert, was bei den Trüppchen dann irgendwie los ist, und wir können uns natürlich ein Gesamtbild machen, und das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ein kleiner Kritikpunkt ist für mich immer, dass sich Stimmen nicht unterschiedlich genug anhören in Geschichten, wenn man Perspektivwechsel hat, und ja, das finde ich ist hier auch nicht immer ganz klar, man hat nicht immer totale Unterschiede in der Ausdrucksweise, in der Denkweise, aber ich glaube, das wäre bei 6 Charakteren auch sehr, sehr, sehr schwer gewesen, insofern man nicht 6 Autoren gehabt hätte, die hier eben ihre eigene Stimme in die Charaktere gebracht hätten. Deswegen möchte ich das gar nicht so bemeckern, aber ja, das möchte ich einfach mal sagen. Ich fand auch beim Reread durchaus den ersten Teil mit dem Start ein bisschen holprig. So besonders die ersten, vielleicht 2-3 Stunden, da habe ich auch wieder gedacht, wo bin ich, warum bin ich hier und was ist eigentlich unser Ziel? Und dann macht es aber Klick und dann ist man da drin. Und dann habe ich ja so 2 Wochen Pause gemacht zwischen Band 1 und 2 und hatte aber dann wieder richtig, richtig Lust, hier einzutauchen. Ich hatte wahrscheinlich so ein Grishaverse Ding. Ich bin gerade das Wort nicht ein Overhyped. Und war da so ein bisschen drüber und hatte dann aber so Lust, das Gold der Krähen weiter zu hören und habe es einfach nur genossen. Ich habe diese Reihe so genossen. Ich fand den Weltenaufbau richtig grandios. Der ist toll gemacht. Der ist bildlich und lebendig und man ist förmlich auch mit den Charakteren dabei. Also richtig, richtig toll. Es ist ein schönes Tempo. Es ist nicht zu viel ausgeholt, aber doch genügend, dass man sich eben einfinden kann. Auch die Charaktere sind großartig gezeichnet, denn jeder hat eben einfach so seine Motivation, sein Ding, hat so seine Gedanken, hat auch so, wie die miteinander agieren, ist richtig toll. Und ich mochte es eben besonders, wenn die alle irgendwie unterwegs waren miteinander. Ich fand diese Gruppendynamik richtig cool. Ich mochte auch, wie jeder so seine Vorzüge hat, wie sie sich gegenseitig ergänzt haben. Und ich fand eben auch so diese Gruppe und wie die funktioniert hat, ich fand das richtig toll rübergebracht. Es hat mich tatsächlich, und das ist wirklich ein großes Kompliment, so vom Feeling an Herr der Ringe erinnert, wie auch diese Gruppe funktioniert hat und dann ja auch so ein bisschen aufgesplittet war, aber dass die eben auch nie so das Ziel aus den Augen verloren haben. Also richtig, richtig toll. Es gibt eine ganz zarte Liebesgeschichte, die ich aber richtig schön erzählt fand, die nicht zu vordergründig war, die aber schon so zwischen den Zeilen auch mal mit dabei ist und
die vielleicht auch ein bisschen tragisch ist. Aber das war richtig, richtig schön. Und dann kamen so 2, 3 Punkte, die mich emotional unglaublich mitgenommen haben. Zum Teil schon im ersten Band, aber besonders auch dann im zweiten. Diese Szenen, fand ich, machten Badugo wirklich wahnsinnig gut. Das ist einfach irre, das ist einfach geil. Und ja, ich weiß, dieses Wort mag nicht jeder. Aber das ist echt was, wo man wirklich das Gefühl hat, dass gerade ein Freund, den man kennt, dass da Dinge passieren, dass da Wendungen geschehen, dass man da mitten dabei ist und man wirklich einfach nur fix und fertig mit seiner eigenen und der anderen Welt ist. Also wirklich großartige Reihe, richtig Hammer. Und auch Frank Stirn, ich möchte den auch nochmal ganz positiv erwähnen, weil ich wirklich toll fand, wie er das vertont hat und mir das echt Spaß gemacht hat. Und es gibt jetzt nachfolgend ja noch die Reihe um den Piraten Nikolai, den man aus der Grischer-Reihe kennt. Und der wird aber dann von Robert Frank vertont. Da bin ich auch sehr gespannt. Den mag ich ja seit Nevernight auch super, super gerne. Aber ja, Frank Stirn, toller Job, tolles Hörbuch, grandiose bis geile Reihe, bis auf der holprige Anfang. Aber wenn euch das so geht wie mir und ihr auch so denkt, ach, ich komme nicht rein, haltet einfach so ein bisschen durch. Ich weiß nicht, was sind 3 Stunden von knapp 16, nicht mal ganz ein Viertel. Also haltet da ein bisschen durch, das ist wirklich ein Tipp und ich fand's Hammer. Also wirklich eine Reihe, die mich dann sehr begeistert hat, sehr gefesselt hat und wirklich in mir ganz viel Fantasy, Liebe und Begeisterung ja, zum Vorschein wiedergebracht hat. Also Fantasy, ich merke das immer wieder, das ist einfach so mein Ding und auch hier hat es Leber-Dugo wirklich geschafft. Wahnsinnig toll, was sie jetzt wirklich mit 2 Reihen hingelegt hat. Also die Frau ist wirklich eine Hammerentdeckung für mich und ich freue mich auf King of Scars, also die nächste Reihe, die es gibt und bin da wirklich super, super gespannt, was uns da erwarten wird. Das ist, glaube ich, auch eine Dilogie, die dann auch im Juni, glaube ich, abgeschlossen ist mit dem zweiten Teil und die sehen auch optisch so wunderschön aus und ich glaube, bei King of Scars, wenn das gut ist, da könnte ich mir vorstellen, dass der goldene Band dann auch mal bei mir einzieht. Ja, aber so, jetzt genug geschwärmt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen begeistern für diese wunderbare Dilogie. Vielleicht kennt ihr sie ja auch schon, denn sie war ja doch auch gerade bei Erscheinen sehr, sehr gehypt. Lasst uns gerne in den Kommentaren, wenn natürlich möglich, bitte spoilerfrei austauschen. Alle Infos zu den Büchern und auch zum Hörgenuss-Team findet ihr in der Infobox. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Der Hörgenuss ist ja immer in der Infobox zu finden. Ja, und ich bin jetzt natürlich auch mega neugierig, was ich bei den anderen sehen und entdecken werden. Und habt viel Spaß mit den Videos. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.